Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Website Media. In diesem Video zeige ich euch ganz kurz, wie ihr in Word ein Unterschriftenfeld einfügen könnt. Es gibt dafür keine automatische Option, deshalb zeige ich euch die manuelle, aber die ist eigentlich auch sehr einfach. Wenn ich hier unten im Dokument ein Unterschriftenfeld haben möchte, gehe ich einfach auf den Reiter Einfügen, dann auf Tabelle und ich erstelle mir erstmal eine 3x1 Tabelle. Also 3x1 deshalb, weil ich links das Datum haben will. In der Mitte soll einfach ein Platz frei sein und rechts dann die Unterschrift. Das könnt ihr dann natürlich selbst formatieren, wie ihr wollt. Das ist wirklich nur mal ein Beispiel. Dann klicke ich hier neben der Tabelle auf den Button, der so ein Kreuz zeigt. Dann wird die gesamte Tabelle ausgewählt. Ich gehe auf den Reiter Start und hier gibt es dann so einen Button für die Rahmenlinienoptionen. Daneben gibt es einen kleinen Pfeil, der öffnet mir dann mehrere Möglichkeiten und da wähle ich dann erstmal keinen Rahmen aus. Jetzt muss ich nur noch in die Zellen reinklicken, in der der Text steht, wieder auf diesen Pfeil am Rand klicken, der mir die Rahmenlinienoptionen öffnet und dann Rahmenlinie oben wählen. Das gleiche mache ich dann noch bei der Überschrift, auch wieder reinklicken. Hier ist es jetzt dann schon ausgewählt. Ich mache wieder eine Rahmenlinie oben und schon habe ich mein Unterschriftenfeld. Dieses Feld könnt ihr dann natürlich noch beliebig formatieren, wie ihr wollt. Ihr könnt hier oben im Lineal, falls das bei euch übrigens nicht aktiviert ist, klickt einfach auf Ansicht und dann auf Lineal. Hier könnt ihr über diese grauen Kästchen die einzelnen Tabellenbereiche größer und kleiner machen, je nachdem, wie ihr wollt. Also bei der Formatierung müsst ihr euch wirklich selbst überlegen, wie ihr das Ganze machen wollt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Falls nein, schreibt es in die Kommentare, welchen Sonderfall ihr gebraucht hättet oder was nicht geklärt wurde. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.